Hey Leute, es froscht sich weiter. Nein, es geht weiter mit Let's Play Frogger. Das letzte Mal sind wir hier in der Retro-Welt hängen geblieben. Ich werde es jetzt einfach nochmal probieren. Mal sehen, habe ich diesmal vielleicht mehr Erfolg? Man wird es sehen. Oh Gott, gleich zu Anfang so viel rumgesprungen, tut mir nicht gut. Oh. Hirn-Overload. Schlechte Idee. Ich gebe es ja zu. Nein! Ins Maul gesprungen. War aber ein Ansatz. Absolut krank. Welche nehmen wir? Das gibt's doch nicht. Das gibt's jetzt echt nicht. What the fail? Ich hätte schon zwei einsammeln können, wenn ich mich mal mit irgendwas zufrieden geben würde. Naja, immerhin, wir haben einen Frosch und kaum noch Leben. Puh, anstrengend. Ja, sehr anstrengend. Okay. Nächste Spur. Nächste Spur. Das, boah, das ist ziemlich knapp. Und drauf. Drauf, drauf. Und tot. Ja, wenn der Biber kommt, dann nicht der Biber, der Wasser, Eichhörnchen oder was das ist. Was ist das für ein Tier? Marder? Biber? Irgendwas Ekelhaftes, das mich tötet. Klasse Idee. Klasse. Und keine Zeit mehr. Klasse, du. Absolut klasse. Na endlich, du. Oh. Retro-Welt ist echt heftig, muss ich sagen. Okay. Hier ist die Lücke. Man sieht ja immer so eine Regelmäßigkeit. Hier gibt es keine Regelmäßigkeit, hier muss man einfach springen. Hat schon einen gewissen Sinn, das Spiel. Boah. Und Sprung. Fertig. Gut, wir hatten schon drei von... von ein paar. Von fünf. Okay. Geil. Und den nächsten nehmen. Und den. Oh, das war knapp. Okay, die Zeit steht mir im Nacken. Ich nehme den Orangen. Gut, Leute, jetzt habe ich noch zwei Versuche, um den grünen zu bekommen. Und dann haben wir diese Retro-Welt auch schon geschafft. Man muss eigentlich nur nicht allzu... ja, wie soll ich sagen? Forsch vorgehen. Also nicht allzu gewalttätig, brutal. Oh oh. Das Zeug, hey, das ist so schwer. Es folgt Retro Level 5. Und wisst ihr, was ein Retro Level 5 ist? Der goldene Frosch. Das ist jetzt besonders mies. Die Autos werden nämlich immer schneller. Mich interessiert ja eigentlich nur der goldene Frosch. Der Rest kann mir gerade wegbleiben. Da ist er. Hab ihn. Oh oh. Hab. 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 Naja, also diese Welt ist irgendwie einfacher als die Welt 4, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum. Weil hier haben sie halt kranke Unterschiede zwischen den Autos. Aber sonst ist die Welt eigentlich sehr gut machbar. Gegensatz zur anderen Welt da. Und das Krokodil schwimmt hier etwas schnell, also das macht keinen Spaß. Aber wir können die auch noch schnell durchspielen, also die ist ja nicht allzu schwer. Boah, Action pur. Ach scheiße. Ich bin gerade gestohlen bleiben, das darf ich nicht. Nein! Aber die Welt ist machbar, also wenn man volle Leben hat, schafft man die. Vielleicht schaffe ich sie auch jetzt noch. Oh, nein. Ja, das ist einfach die Sache, weil ich nicht mit dem Controller oder so späßlichen spiele, sondern mit der Maus, mit der Tastatur. Und da werden die Tasten einfach viel zu langsam akzeptiert.
Okay. Fahren, fahren, fahren. Nehmen wir den, eine schöne Reihe nach. Oh, ich sehe gerade, ich muss noch einmal sterben, dann bin ich tot. Also, dann habe ich kein Leben mehr. Dann bin ich sozusagen Game Over. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein! Fuckers. Okay. Immerhin, wir haben den goldenen Frosch. S. D. H. Haha, meine Initialien, haha. Gut. Next. Was nehmen wir uns jetzt vor? Wir haben mehrere Möglichkeiten, weil wir schon drei gelbe Frösche haben. Das hier ist übrigens die tote Welt. Das hier ist die Wolkenwelt. Und das hier ist die dunkle Welt. Keine Ahnung, wie die in Wirklichkeit heißen. Ich würde sagen, wir gehen schön der Reihe nach und nehmen uns erstmal Lily Islands vor. Das ist übrigens der Level, den ihr in der ersten Folge auch schon gesehen habt im Hintergrund. Ist ein sehr schöner Level. Man kann ja auch immer hin und her springen, das gibt ein bisschen Punkte nebenher. Und eigentlich ist der Level drauf ausgelegt, viel zu warten. Hier wieder die Zunge zu benutzen. Und zu warten. Steuerung zu wechseln. Und zu springen. Ein paar Sachen zu grabben. Und zu warten. Ja, und so ist eigentlich das Levelgeschehen hier. Hin und wieder geht man dann auf so ein paar Freaks drauf. Und springt. Bis am Ziel. Das ist der chillige Moos, das chillige Moos hier. Und man bekommt auch relativ sehr viel Punkte in diesem Level, muss ich dazu sagen. Ja. Was in den anderen Moos-Leveln oder Fluss-Moos? Ich nenne es jetzt einfach Wasser-Level oder nee, Fluss-Level klingt irgendwie besser. Kommt, weiß ich nicht, weil die sind auch blind für mich. Also so gut kenne ich dann doch nicht alles hier. Ich weiß aber noch, wie dieser Level hier geht, also wird es für mich nicht so neu. Zack. Kann er mir die Klappe halten? Also echt? Genau. Nächster Frosch. Frogger ist einfach ein tolles Spiel. Die Grafik ist einfach schön aufbereitet. Zack. Hin und her springen. Gibt immer ein bisschen Punkte. Also man kann sich ja hier, wenn man sich nicht hin und her kriegt, auf sehen, lernt man so schneller zu arbeiten. Also ist alles okay. Wenn man nicht fällt, kann man hier sicher so ein paar Punkte rausholen. Heieiei. Was war das denn jetzt? Komm, zu mir. Zack. Na, verpasst. Wir warten auf den Vogel. Ach, da kommt er auch schon. Hallo Vogel, wie geht's dir so? Hier, das muss man auch erstmal wissen, dass man hier runter muss. Und was kommt jetzt? Retro. Knallhartes, stinknormales Retro. Oh. Tolle Sachen. La la la. Ein Leben. Wusste ich jetzt so nicht. Und ein Frosch. Jetzt die Frage, wo sind die anderen zwei? Von einem weiß ich, wo er ist. Glaube ich zu wissen. Hoffe ich zu wissen. Wo sind die anderen? Ich bin überfragt. Keine Ahnung, Leute. Von einem weiß ich noch, wo er ist. Der ist nämlich einfach weiter vorne auf der Straße. Aber der letzte? Der ich das letzte Mal, als ich das gespielt habe, auch nicht gefunden, glaube ich. Wo ist der letzte Frosch hin? Das ist echt eine gute Frage. Ich kann mir die nicht beantworten. Er ist hier drüben, das weiß ich. Map, Map. Oh, ich muss gucken, dass ich hier nicht dagegen renne. Also hier ist noch einer. Aber wo ist der letzte? Hier vielleicht? Oh, hier ist nur so ein Viech.
drüben irgendwo? Ich bin gerade echt überfragt. Wo ist der letzte Frosch, Leute? Okay, sind wir wieder auf der Mittelinsel. Wo wir gerade eben schon waren. Wo ist der letzte Frosch? Ich bin echt überfragt. Ich hole mir jetzt erstmal den da drüben, bevor meine Zeit abläuft. Ja, ich habe wirklich mehrmals auf unten gedrückt, damit er da wegspringt. Ich kann mir nicht erklären, was diese Schweinerei hier soll. Wollte ich nur mal gesagt haben. Tüdeltü. Zack. Da können wir auch gleich die Abkürzung nehmen. Ha. Wer weiß, der ist schneller. Vorwärts. Zack. Und einmal wenden und nochmal wenden. Okay. Jetzt. Hier haben wir noch einen Frosch. Gut. Und wo ist jetzt der letzte? Wo ist der letzte Frosch? Der grüne fehlt mir noch. Wo ist der? Ich habe echt keine Ahnung, wo der Frosch ist, Leute. Ich komme gerade einfach nicht drauf. Wo zum Teufel ist der Frosch? Der letzte. Meine Fresse, hey. Der kann nicht so weit weg sein. Hier drüben ist er, glaube ich, nicht. Hier drüben ist nur der Hund. Richtig, hier ist nur der Hund. Und die Superzunge. Wo ist der letzte Frosch, Mann? Ich peil's nicht. Ah, dafür braucht man die Superzunge. Eieiei. Ich werde doch wohl noch den letzten Frosch finden. Ich fliege jetzt einfach mal mit dem mit. Vielleicht führt er mich ja zu ihm. Oder vielleicht sehe ich durch Zufall den letzten Frosch. Ne, keine Chance. Wo ist der Mann, Leute? Das gibt's doch nicht. Mir fällt's nicht mehr ein. Na gut, dann gehen wir eben auf die Suche, ne? Also. Was nicht wildet, hat schon, ne? Den Frosch haben wir schon. Hier gibt's keinen. Ach, der ist auch hier drin. Boah, das war wieder mal knapp hier. Na gut, dann habe ich mich wohl vertan. Drei Frösche sind hier und wir haben sie alle. Okay, nächster Level. Werde mich wahrscheinlich nicht mehr durchschaffen, will ich mir aber wenigstens angucken. Oh, das ist der ist geil. Der ist definitiv geil, der Level. Den kann ich auch noch. Also nicht mehr gut genug. Ich weiß nur, dass er geil ist. Genau. Und jetzt kommen hier Hunde. Unmöglich platzierte Hunde, du. Genau, dann gibt's das hier. Dann muss man hier drauf. Und dann muss man hier so ein bisschen rumschweben. Hier unten gibt's voll viel Viecher. Genau. Holt man sich alles, dann landet man hier. Dann wartet man hier auf so einen Vogel, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und dann springt man in den Tod. Denn, Leute, meine Aufnahmezeit ist vorbei. Und auch wenn ich fuck viele Leben habe und sich sicher lohnen würde... Ups. Sich sicher lohnen würde, hier jetzt noch weiter zu spielen. Ich nehme Frogger... Oder ich habe mir vorgenommen, Frogger wird immer nur 15 Minuten aufgenommen. Hab. Deswegen... Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht. Die Steuerung ist echt buggy. Also, diese Welt wird noch richtig heftig. Das kann ich euch versprechen. Okay. Genug gespielt, Leute. Ich gehe jetzt Game Over. Game Over. Nicht gut. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.